Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo, und zwar sind wir im 15. Part, oder nein, im 14. Part. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier noch das Resultat, also das gesamte Resultat, und wir sind Zweiter mit 3 Punkten Rückstand, ist aber kein Beinbruch, und nein, wir wollen nicht das Video aufrufen, wir möchten, naja, das Rennen, also die nächsten Rennen bestreiten. Wir sind Vierter geworden, aber trotzdem Zweiter mit gerade mal 3 Punkten Rückstand. Naja, man sieht's, gerade mal 3000 Credits. Aber für den dritten Platz ist, naja, ist das schon, sage ich mal, akzeptabel. Obwohl die Platzierung überhaupt nicht akzeptabel ist. Und wir verzichten wieder auf die Qualifikation und müssen uns jetzt auf den Grand Rally Speedway beweisen. Also auf der Vorwärtsvariante. Ich weiß gar nicht, wie das in diesem Cup war, ob man da auch die drei Strecken dann rückwärts gefahren ist? Nee, ich weiß es echt nicht mehr. Na gut, wir müssen auf jeden Fall Erster werden. Denn wir möchten ja, wie gesagt, den Gesamtsieg haben. Und an dem kommen wir noch ganz gut vorbei. Beim Impreza müssen wir mal gucken. Na doch, außen kommen wir noch gut vorbei. Aber müssen halt aufpassen. Gott, wie bremsen die denn? Also, wo die manchmal bremsen, ist schon eher unheimlich. Nun gut, also auf jeden Fall müssen wir jetzt versuchen, hier unbeschadet durchzukommen. Dieses Stück ist nämlich noch ein bisschen böse. Aber wie gesagt, auf den Rasen zu kommen, ist noch schlimmer. Aber ich kann halt viel später bremsen als die Gegner. Na, mal gucken, das müssen wir uns zum Vorteil nutzen irgendwie. Ja, vorsichtig ran an die Gegner und dann versuchen, irgendwie vorbeizukommen, wenn sie mal mir nicht im Weg stehen würden. Einfach mal später bremsen und dann, ja, einfach mal später bremsen, genau, um wieder überholt zu werden. Sehr schön. Ach, da war doch schon wieder dieser Gang, den ich vergessen habe einzustellen. Ach, herrje. Herrje, Mini, das kann ja was werden. Auf jeden Fall. In den ersten Gang komme ich gut voran, aber dann der fünfte Gang, der dreht nicht so gut. Bei dieser Strecke, naja, auf Höchstgeschwindigkeit zu gehen, ist ja auch Quatsch. Ehrlich gesagt. Ja, das musste jetzt mal sein. Na gut, ja, schön, dass du mich auch tangiert hast. Aber so ist es jetzt halt. Was war denn das jetzt für eine komische Sache? Verstehe ich nicht, aber das gibt's nicht. Ah, du hättest mich mal schön überholen können, aber anbremsen, denn hier mit zu viel Geschwindigkeit reinzufahren ist tödlich. Naja, also nicht tödlich, aber ich sag's mal so, tödlich für das Endresultat. Ah, der kommt dann irgendwann nicht aus dem Knick, komischerweise. Das ist eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Und jetzt habe ich mich hier mal vorsichtig rüber geschlängelt. Oh, 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 oh. Ach, nein, ich war im Kies. Naja, und jetzt habe ich nämlich das Problem, dass der Wagen nicht aus dem Knick kommt. Und das war es eigentlich schon fürs Rennen. Hier, das verstehe ich nicht. Warum kommt der Wagen nicht aus dem Knick? Das will mir einfach nicht einleuchten. Ich verstehe das nicht. Warum nicht? Oh Gott, jetzt heißt es aufholen. Naja, der vierte Platz ist mir zwar garantiert, aber das ist doch kein Ziel, ganz ehrlich. Also irgendwas ist da mit der Aufhängung so falsch eingestellt. Ich weiß nicht, ob man das auf den Standard zurücksetzen kann. Da! Er holpert und das... Ich weiß nicht warum. Er fängt dann an zu holpern und das war's. Aber warum? Die Aufhängung ist eigentlich so hart eingestellt, da kann doch nichts passieren. Ach, herrje. Naja, das Rennen ist für die Katz, würde ich mal sagen. Aber es bleiben ja noch drei Rennen. Aber wer ist halt Erster? Wer wird Erster? Das ist die Frage. Aber die setzen sich jetzt alle ab. Das ist das Schlimme. Von der Punktzahl her. Ich werde nicht Zweiter bleiben. So, jetzt. Auf der Geraden kann ich ein bisschen Boden gut machen. Das muss ich nutzen. Das muss ich dann für den Rest der Runde nutzen. Aber ich darf nicht zu übermütig werden. Anbremsen. Genau.
So, stabilisier dich, lieber Wagen, und dann. Der schaltet da nicht. Warum? Das ist. Da ist eine Einstellung so verkorkst, dass ich da nicht weiterkomme. Und wie gesagt, die Kurve, die hat es mir eher gekostet. Das Rennen. Aber warum ist das. Naja. Eigentlich ist doch eine harte Einstellung dann besser. Dächte ich, aber das scheint ja nicht so zu sein. Na gut, ich bin jetzt kein Rennfahrer oder sonst was, da ich mich damit auskenne. Ah, der ruckelt irgendwann und dann macht es nicht weiter. Komm, komm rum. Vielleicht kann ich noch Dritter werden. Das wäre noch ein bisschen Schadensbegrenzung. Also es scheint noch möglich zu sein, aber es wird schwierig. Nun gut, also die Kurve ein bisschen mitgenommen. Oder ich kann versuchen, auf der Startzielgerade noch ein bisschen was rauszuholen. Hier rein in die Kurve. Bloß nicht hängen bleiben. Okay. Impreza ist vor mir. Naja, mal gucken. Wenn er jetzt nicht... Da läuft irgendwas schief. Und das... Nee, das ist entschieden. Das ist ein Sack und Tüten für einen Impreza. Ein ganz schlechtes Rennen. Ob ich da überhaupt noch einen Gesamtsieg hole? Ja, jetzt ziehe ich an dem vorbei, aber das nützt mir herzlich wenig. 7 Sekunden Rückstand, das ist nicht schön. Ja, und ich bin nämlich auch... Aha, also der andere Skyline und Impreza Rally Edition. Also ich habe 4 Punkte Rückstand. Ich kann das noch einholen, da muss ich aber gewinnen. Muss ich permanent gewinnen, nächster Lauf. Und jetzt muss ich mal in den Wageneinstellungen rumgucken. Wir werden, wenn die Höchstgeschwindigkeiten runtergehen, Special Stage R5, Wageneinstellung, Punkt, 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 aufstellen. Finale. Wir werden das alles mal ein bisschen... So, das reicht schon. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Oder was? Naja, ich weiß es gerade nicht. Ach nee, warte mal, wie war denn das? Naja, da war beim letzten nicht so... Naja, da nehme ich ganz schön viel Höchstgeschwindigkeit raus. Das muss man auch mal festhalten. Und wenn wir das ein bisschen länger stellen, das Finale. Vielleicht geht das ja dann. Ich weiß nicht, mal über 300 möchte ich mal schon fahren. Also, das sollte ja wohl schon drin sein. Also hier sehe man, da würde ich irgendwas total überspringen von der... Vom Gang. Ach ja, wieder der Bildausfall, aber ist ja nicht schlimm. Wir sind ja in den Einstellungen. Wir probieren es einfach mal so. Und da schaffen wir immer noch knapp 300. Nee, das nicht. Wie machen wir das am dümmsten? Da sind wir knapp über 300. Das sollte... Wir probieren es mal so, ob wir das so schaffen. Also, haben wir das jetzt auch. Wie gesagt, Front, ich werde das mal noch ein bisschen... So, wir machen das mal aufs Maximale. Alles klar. Und dann mal wieder zurück und die Qualifikation abschließen. Mal gucken, wie wir jetzt zu Rande kommen. 3 Rennen sind es ja noch, wenn ich mich nicht verzählt habe. Doch. Und wir starten das Rennen. Und wahrscheinlich ist das Handling jetzt zu gut und ich komme nicht mehr klar. Wäre natürlich auch irre witzig. Naja, die ersten Gänge schafft er das irgendwie gar nicht mehr. Naja, was soll's. Aber das ist meine Beschleunigung. Oh Gott, aber der springt irgendwie so, wie es nicht sein kann. Das kann echt nicht sein, weil
Wie ich mich jetzt hier drehen kann, ist natürlich auch die Frage. Also wie gesagt, das muss ich wohl auch alles noch weicher stellen, damit das hier ein bisschen Hand und Fuß hat. Ja, die Wand sollte ich jetzt nicht mitnehmen. Ah komm, an den komme ich jetzt locker vorbei. Nee, eigentlich nicht, weil das springt. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja, schön. Oh, zwischen beiden vorbei, das ist sehr schön. Vorsichtig hier rum, vorsichtig im... Na ja, gut, die haben mich zwar überholt, ich habe es aber zurück überholt. Nein! Ah, hier komme ich nicht raus. Na jetzt. Ah, die werde ich nicht abhängen können, weil bei 300 wird Schluss sein. Sehr schön. Aber die kommen mir da nicht nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja jetzt richtig komisch. Naja, wenn mir jetzt jemand die Einstellung drunter schreibt, wie man das hier optimal einstellen sollte, dann wird es eh schon zu spät sein. Weil eh die Folge hier oben ist, da wird einiges an Zeit vergehen. Und... Naja, jetzt habe ich mich ja ein bisschen her. Naja. Das sage ich und genau dann kracht man auch in die Wand. Murphys Law mal wieder. Murphys Gesetz. Vorführeffekt oder was gibt's denn da noch? Rosenthal-Effekt. Vorführ. Also Rosenthal-Effekt, Effekt der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Naja. Oder Pygmalion-Effekt sagt man ja dazu auch gerne mal. Da, seht ihr? Der. Also ich weiß nicht, was das dann zu sagen hat. Da muss ich mich vielleicht nochmal im Internet umsehen. Und ich denke mal, nach diesem Cup werde ich auch diese heute, die heutige Aufnahmesession beenden. Weil, ja, einmal komplett zum Stillstand kommen, auch nicht übel. Na komm, das schaffe ich noch. Du musst... früher bremsen als ich, komm. Ja, nein. Na toll. Schick mich in die Wand. Schick mich ganz einfach in die... Oh nein. Das ist nicht wahr. Ey, das Rennen... Nee, das finde ich jetzt nicht schön. Och man, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommen die nicht ran, das ist das Problem. Oder? Geh doch mal weg. Ey, das darf nicht wahr sein. Nein, das darf echt nicht. Das ist doch ein Gipfel der Frechheit. Und jetzt komme ich nicht ran, oder? Oh doch, den überhole ich noch. Naja. Zweiter. Warum habe ich in der letzten Runde so viel Mist gebaut? Das... Nein, das verstehe ich nicht. Das ist unakzeptabel. Und jetzt noch zu gewinnen. Das Ganze ist ja schon fast an Unmöglichkeit. Ja, schön. Wir hatten jetzt die 9 Punkte 28. Wie soll ich denn das noch einholen? Wie viele Rennen habe ich noch? 2. Naja. Vor allem gerade mal 10.000 Credits. Nicht gerade viel, muss man auch dazu sagen. Und wir gehen zum nächsten Lauf über. Ist die Frage, was jetzt von der Strecke kommt. Deep Forest. Oha, na das kann was werden. Das kann echt was werden. Ja, Jemini, Deep Forest. Warten wir es ab. Vor allem, man kann das Rennen ja nicht mal neu starten. Das ist halt das Fiese. Hier, man kann nur das Spiel beenden. Das war's. Und das macht meiner Meinung nach das auch etwas schwerer. Ah, die letzte Runde, nee, das war sehr schlecht. Das muss man mal so sagen. Warum vergesse ich immer wieder eigentlich die Fahrzeugeinstellung machen zu wollen? Nein, zu machen. So, jetzt müssen wir hier kämpfen. Wir dürfen halt da nicht hängen bleiben. Also, dass ich da hängen geblieben bin, das war idiotisch. Aber das ist mir in einer Lizenzprüfung auch mal passiert.
Na gut, die kann man dann ja nochmal von vorne anfangen. Aber hier, das geht dann nicht einfach. Da hat man dann das Rennen verschissen. Und wie gesagt, das macht halt die Schwierigkeit dieser alten Rennen aus. Und warum schaltest du nicht? Und warum... Ja, weit rausgekommen und das hat einen Dreher zur Folge. Und dann kommt man nicht voran. Weil, ich weiß nicht warum. Weil ich nicht weiß warum. So, besser gesagt. Und das versaut mir dann immer den Sieg und das finde ich schlecht. Also, dass er nicht mal bergauf kommt mit 1000 PS, das ist sowieso so eine Sache. Da muss ich ein bisschen, ja, da muss ich mich sehr verwundern, wie das nicht geht. Weil ich habe mir ja nicht so eingestellt, dass er voll auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt ist. Oder es wird irgendein Teil am Auto sein. Aber ist ja egal. Ich habe jetzt noch 1,5 Runden circa Zeit. Ich bremse und der geht nicht rum. Warum? Warum tut mir das Spiel das an? Komm rum! Jetzt hier, Wagen. So, den haben wir jetzt überholt. Und jetzt muss ich die anderen beiden noch kriegen. Ich komme hier nicht aus dem Knick. Hier, ich bremse und der geht nicht rum. Ja, das ist schlecht. Das ist wirklich sehr komisch. Nee, das beenden wir. Nee, wie kann das sein? Ach, jetzt hat sich das Bild verstellt. Na, sehr schön. Naja, irgendwie ist heute ja nicht so der Tag, wie er sein soll. Er hat das jetzt irgendwie in einen 16:9 umgewandelt. Das ist seltsam. Heute ist was los, das glaubt mir keiner. Naja gut, wir müssen trotzdem erstmal abspeichern. Weil sehr viel verbessern kann man den Wagen ja eigentlich nicht. Aber irgendwas hatten wir doch noch nicht, oder? Ich bin gerade am Überlegen. Wir gucken gleich mal. Nun gut, also. Nissan. Bei Nismo. Oh, Schalldämpfer. Da hatten wir den höchsten eingebaut bei Bremsen. Sportliche Bremsbeläge haben wir. Die Bremssteuerung haben wir auch. Der Motor. NA-Tuning gab es ja nicht, genau. Vergrößerung des Hubraums haben wir. Und das haben wir auch. Das beim Motor haben wir auch komplett. Getriebe. Da hatten wir Hochleistung. Sehr schön. Dann die Kupplung. Mhm. Schwungscheibe hatten wir auch das höchste. Gelenkwelle hatten wir auch. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal nachgeguckt. Aber naja, so ist das nochmal. Turbosatz, da haben wir den höchsten drin. Ladeluftkühler hatten wir auch. Alles drin. Und da sind wir auch einmal hin. Aber naja, gut. Da ist eine andere Sache. Stabilisatoren. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Also, Seitenleiden, ohne jedoch dabei das Nickel, das heißt den Helm des Fahrzeugs. Ah, werden sie geschickt genutzt, können sie den Seitenwechsel reduzieren, ohne den. Okay. Härter eingestellt als üblich, sondern das ist bei Hart. So, das sind die härtesten üblichen Stabilisatoren, die sie haben. Die höchste Federrate. Eine harte Federung des Fahrzeugs wird nicht schneller macht, sollte sie das Produkt wählen, wenn es dir entgegenkommt. Das haben wir hier. Und so weiter und so fort. Geben und so weiter. Erhöhen die Federrate, die Härte einzustellen, wenn ich das hier
Längslinken reduziert. Ach so. Okay, wir kaufen auch mal die noch dazu. Wir bauen die mal ein, die Weichen. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, weil das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Und die können wir auch noch kaufen. Komm, wenn sie sie kaufen, gleich eingebaut werden? Nein. Und möchten sie die? Ja, aber nicht eingebaut werden. So, nun gut. Da haben wir jetzt das auch noch gekauft. Das war jetzt hier, oder? Ja, war es. Reifen. Hier hatten wir weich. Also, hier hatten wir ja schon weich, weich. Mal gucken. So, hohe Haftung. Weichreifen, bitte nutzen sich jedoch schnell ab. Daher eignen sie sich besonders für Sprints, ja, ist klar. Harz, die können wir auch noch kaufen. Wollen sie kaufen? Ja. Okay. Und weiteres, die Gewichtssenkung, richtig? Ich hatte dann wohl doch alles. Ja, die Hochleistungsmodifikation, die habe ich ja eh schon. Nun gut, also müsste ich ja jetzt alles in der Theorie haben. Und wenn sich jetzt dadurch das Fahrverhalten für mich bessert, dann... Ja, gucken wir mal. Wir werden das mal austesten und dann werde ich auch diesen Part beenden. Ja gut, waschen müssen wir jetzt nicht, das ist egal. Also den Wagen nicht waschen, so. Und währenddessen... Werfe ich mal einen Blick auf mein Tablet. Naja, so kann man wenigstens mal diesen Ladebalken überbrücken. Moment, ich wollte doch nur die Kommentare mir angucken. Ach, naja, ist egal. So. Zubehör wechseln. Hier könnte man... Ach ja, genau. Hier könnte man das Zubehör wechseln. Genau, Tuning Computer hatte ich ja schon drin. Turbosatz. Den hatte ich ja nicht gekauft, aber wir hatten ja den obersten. So sieht es aus. In A-Tuning ist hier ja nicht verfügbar. Ansonsten könnte man hier noch, ja, sage ich mal, also noch ein bisschen rumschrauben. Hier hatten wir Getriebe Hochleistung. Enge, extra enge, Sondereinstellung. Na gut. Hier hatten wir Hochleistung eh schon drin. Kupplung dreifach. Ich weiß gar nicht, wofür das eigentlich nochmal gut war. Ist ja egal. So, und hier hat man auch alles Hochleistung. Hochleistung, ja. Genau. Ach Quatsch, wenn man Zubehör. Ich wollte da trotzdem noch was gucken. Ach ja, hier. Da konnten wir ja alles nehmen. Naja gut, wir haben das so weit. Dann gucken wir mal, wie sich das auswirkt. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Moment, bei Aufstellen, vielleicht gucken wir da nochmal was nach. Wir haben da jetzt eine... Nö, eigentlich immer noch dasselbe. Okay. Liegt das vielleicht auch daran, wenn der Wagen zu tief ist? Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, abbrechen. Und das ist ja eigentlich auch alles Bankwiderstand. Naja, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Wenn es daran liegt, dann weiß ich ja, woran es gelegen hat, logischerweise. Und dann versuchen wir auch einfach mal unser Glück, um zu sehen, wie wir denn hier zu Rande kommen. Also natürlich, der ist jetzt nicht auf Höchstgeschwindigkeit eingestellt, das ist auch klar, der macht bei 300 schon dicht. Genau bei 300. Aber mir geht es ja jetzt erstmal darum, wie sich der Wagen jetzt in der Kurve verhält. Das ist ja noch schlimmer. Also irgendwie, weiß ich nicht. Verrückt.
Also irgendwie ist das schon komisch. Das darf eigentlich so nicht sein. Naja. Bei 3 und 1 liege ich da ab. Und ja, ansonsten. Ich müsste mal auf einer anderen Strecke probieren. Da könnte ich euch dann wahrscheinlich das genauer sagen. Naja, hier haben wir. Ja. Ein Rumgehopse. Der feinsten Art. Ich weiß noch, ja, damals, also mit dem Super RZ hatte man hier wirklich. Komm, hier, komm mal. Hier durch. Zack. Haben wir noch ein paar extra Meter. Einmal durch die Box im Schnelldurchgang mit 300. Höchstgeschwindigkeit 301. Naja, damit können wir natürlich keinen Blumentopf gewinnen, ist klar. Platzierung 5. Ja. Das wird irgendwann so sein, dass das nicht mehr so ist. Aber wir werden mal noch auf eine andere Strecke gehen. Weil wir konnten ja hier auch ein einfaches Zeitrennen oder sowas machen. Und dann probieren wir das mal aus. Und dann werden wir, denke ich mal, ein bisschen schlauer sein. Zeitrennen hier. Ich probiere jetzt einfach mal diese Stage hier aus. Um zu gucken, was wir dann davon haben. Ja, Ladevorgang läuft. Und wenn wir damit fertig sind, ich werde höchstens eine Runde fahren. Und wenn wir, wie gesagt, damit fertig sind, dann gucken wir einfach mal. Wir hatten ja hier schon das mit den Einstellungen so wie gehabt. Was ich mich nur frage, ist wegen dieser Turboladung. Nee, das hat. Ich wollte ja eigentlich nur einstellen, dass er. Oder wann man kann das? Ich weiß nicht. Hat das was mit dem Getriebe zu tun? Getriebe. Da wollte ich nämlich auch noch was mit. Also wenn ich nämlich das normale Kupplung. Obwohl, nee, nee. Gut, wir werden einfach mal starten und dann werden wir mal sehen, wie es hier vorangeht. Ob der immer noch dieses komische Handling hat, wir werden es gleich sehen. Also, und dann wollen wir mal auf. Ansonsten werde ich, wie gesagt, mich mal erkundigen. Und dann mal gucken, wie er das macht. Weil dieses Springen, das ist einfach nicht normal. Das. Oh Gott. Naja, erstmal wieder daran gewöhnen. Aber der ruckelt immer noch so komisch. Naja, wie man das auch wegbekommt, weiß ich gar nicht. Oder vielleicht ist das ja die, naja, die Art hier. Naja gut, wir werden mal hier stehen bleiben. Na gut, klappt nicht so ganz, wie ich das wollte. Das passiert, wenn man Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt hält. Aber wie gesagt, aus dem Stand. Da kommt er wahrscheinlich nur so raus, weil ansonsten, wenn wir nochmal komplett stehen bleiben, dann sieht man, er kommt gar nicht zu Rande. Na gut, also, wir werden den Part an dieser Stelle beenden und ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen. Seid also wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Gran Turismo. Und wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ihn ja kommentieren und ein kleines Däumchen nach oben versehen. Also bis zum nächsten, euer The Friend Scene.